Was können wir noch Schönes machen? Was können wir jetzt noch Schönes... Ey, warte, ich wollte... Für Mega Blast fehlt mir nur noch The Beast mit Forgotten. Mit The Beast mache ich Mega Satan. Ich würde sagen... Wir versuchen es. Oh, das ist ein guter Start. Ja, der kann... Oh, das ist nächste L-Ebene. Okay. Lucky Penny! Ja, das ist ein guter Start soweit, würde ich einfach mal sagen. Der beste Isaac Char. Hierophant nehmen wir mit. The Moon, auch nicht verkehrt. Kann man ja alles mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Aber bisher macht er sich ganz gut. Schnarchgotten. Ja, ich bin auch nicht der größte Fan von Forgotten. Aber deswegen fehlt mir mit ihm auch noch Mega-Satan. Wenn ich ein größerer Fan von ihm wäre, vielleicht hätten wir dann Mega-Satan mit ihm schon. Wer weiß. Vielleicht finden wir ja wieder Godhead in dem Run. Das wär's doch. Und dann wird das Spiel wieder crashen. Oh, das wär's. Da hätte ich Lust drauf. Das ist eine starke Keule soweit. Können wir darüber reden? So gut. Ich bekomme so viele Ressourcen gerade. Ich habe bis eben vergessen, dass es ihn gibt. Ich meine. Das ist der Sinn hinter ihm, soweit ich das verstanden habe. Sonst würde er nicht so heiß. Au. Oh oh. Ja. Nicht ganz, was ich machen wollte, aber für doch seinen Zweck. Weil ich habe hier kein Herz herumliegen. Warum habe ich hier kein Herz? Und the stars. Dankeschön. Für Neuigkeiten. Herzproblematik wurde soweit gelöst. Ach ja, ich habe Piercing-Shots. Und natürlich fliegt die Spritze wieder daneben. Okay. Ugh, Range up. Ziemlich mies. Nein! Ich bin... Lass mich mal eben losdüsen. Und mal kurz ein Herz aus dem Secret Room holen. Das bedeutet die silberne Umrandung der Herzen. Das ist ein Boneheart. Das verschwindet erst dann, wenn auch der Rand um das Herz herum, wenn man dann nochmal getroffen wurde. Ich wünschte, ich hätte noch eine Bombe. Haben wir im Shop eine Bombe zufälligerweise? Ich muss zufälligerweise komplett außen rumlaufen. Das ist zufälligerweise ein bisschen nervig. Aber okay. Ich hätte hier noch einen Rainbow-Haufen gehabt. Ne, wir haben... Ach, komm schon. Komm schon. Ist ja doch nicht so. Sei doch jetzt nicht so. Hier ist auch nichts. Ach. Ach, komm schon. Was, ich wollte den Tinted Rock halt mitnehmen. Dafür wollte ich schauen, ob ich eine Bombe vielleicht bekomme.
Was wollt ihr mit euren Fragezeichen jetzt? Als ob das so ungewöhnlich wäre. Ah ja, ich hätte im Bossraum machen können, das stimmt. Ja, das ist okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Fucking Teleport. Danach hat niemand gefragt. Stars, sehr schön. Können wir schon mal gratis hier raus. Der Teleporter macht mir beim zweiten Mal direkt noch wütender. Okay, ganz vorsichtig bleiben. Ah, shit. Wir wollen nicht unser rotes Herz verlieren. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Luck-Ups bekommen kann. Das wäre natürlich in Kombination mit der einen Spritze ziemlich gut, aber mal schauen, ob es mir vergönnt sein wird. Ach wirklich, und die Spritze geht immer dann los, wenn niemand mehr in der Nähe ist. Mir überhaupt nicht. Boss-Item würde ich hier bekommen. Das wäre ganz nett. Aber ich habe das Geld dafür nicht. Ich habe das Geld dafür leider nicht. Ich bin wirklich nicht der größte Fan von Forgotten. Würdet ihr mir das glauben? Ist die Spritze luckabhängig? Ja. Wenn man 15 Luck hat, hat man eine 25%ige Chance, so eine Spritze abzufeuern. Und aktuell feuern wir ja so gut wie gar keine ab. Ich würde also sagen, das ist definitiv Luft nach oben. Och, kann ich bitte ein Herz bekommen? Kann nicht so schwer sein. Also ernsthaft. Leave the Tented Eden runs. Mies. Der Tented Eden und ich sind jetzt geschieden. Weil die Runs so mies liefen. Okay, ich habe genug Bomben. Um für den Fall der Fälle im Angel Deal die Statue wegzusprengen. Sehr schön. Cube of Meat ist okay. Ja, doch. Au! Geh du erstmal weg, okay? Fangen wir mal damit an. Ah, fantastisch. Nächstes wird er danach leichter. Oh, fuck. Krieg er doch nicht rein. Och, geh doch weg! Ich kann hier doch nicht richtig ausweichen. Okay. Diesmal habe ich mich etwas günstiger positioniert. Ist gerade überhaupt nicht gut. Aber das ist okay.
Denn wir haben gleich die beiden Key Pieces. Ach, shit. Puh. Okay. Okay, das war knapp. Flammen hätte ruhig mein Herz geben können, wo mich das überhaupt eins gegeben haben. Das war natürlich knapper, als ich mir wünschen würde, aber wir leben noch. Und jetzt kriege ich ein Herz gedroppt. Pass mal auf. Seht ihr? Seht ihr? Es ist immer Tears Down. Ich meine, hier wäre ein Herz an sich, aber ich habe keine Bombe. Die ich dafür... Ah ja, warte, ich habe hier drüben doch noch super viel Zeug. Wir haben hier doch noch ein bisschen Schrott herumliegen. Sogar eine Bombe dabei. Absoluter Dynamitbomber. Oh, wunderschön, wir sind zurück im Spiel. Und ich habe noch 15 Cent, um vielleicht im Shop was mitzunehmen. Ist ja fast noch besser. Sack. Oder, warte, was bringt denn das auf der nächsten Ebene? Boss 1 und, oh. Auf der, nee, jetzt will ich auf diese Ebene dann einsetzen. Sack. Okay. Ja, gehen wir weiter. Vielleicht kann ich aber noch ein, vielleicht kann ich noch ein Siggi mitnehmen. Schauen. Yes. Oh Gott. Es wird grauenhaft. Absolut grauenhaft wird das. Können wir darüber reden, dass ich ein Secret Room hatte mit zwei Items und sie beide scheiße waren? Können wir darüber mal reden? Ah. Aber nein, das Glück. Und zwei Secret Room Items. Komm, die sind beide nutzlos. Da scheißt aber jemand richtig rein. Pandoras Box wäre auf der nächsten Ebene Boss-Item plus Soul-Lord gewesen. Ja, aber ich kann dafür das Buch nicht ablegen. Können nicht einfach das Buch loswerden. Das ist ja wichtig. Machen wir das besser so. Naja. Läuft jetzt auch nicht wirklich besser, aber ist okay. Können die ein Item droppen eigentlich? Ich glaube, von denen die Items werden sowieso nicht rerollt, also macht sowieso keinen Unterschied. Großer Gott. Chaos ist nicht scheiße, das Chaos ist weder gut noch schlecht. Was sagst du? Wahrscheinlich wird es schlecht für den Run, aber wir werden es sehen. Komm doch. Wir werden es noch sehen. Ich war gerade so verwirrt, was ich in dem Raum machen soll. Dann dachte ich mir, ja, setz einfach das Buch ein. Warte, kann ich Projektile wegschlagen mit der Keule? Ah. Oh, ich kann fliegen. Sollte ich auch nicht vergessen. Sehr schön. Ja, kannst du? Ich meine, ja, ja. Ich hatte so eine Vermutung. Okay, soweit so gut. Goldraum! Azazel's Rage. Wie stehen wir zu Azazel's Rage mit Forgotten? Ich denke, es ist ein gutes Item, ehrlich gesagt. Damit bekomme ich den Mega Brimstone dann, oder? Alle paar Räume.
Denn das fände ich ehrlich gesagt okay. Ja? Yeah? Yeah. Ja. Damit kann ich leben. Ein Säckchen mit ein bisschen Bargeld. Half down. Schön, 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 schön. Ich weiß wirklich nicht, warum ich immer wieder anfange, Pillen zu nehmen. Es geht halt nie gut aus. Es verringert immer nur deine Lebenszeit. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein paar Münzen? Oh oh. Da haben wir noch ein paar Münzen. Leider aber kein Lucky Penny. Secret Room. Er ist hier. Secret Room. Er ist hier. Pass mal auf. Ja, sag ich doch. Au. Stehst halt auch genau so, dass es scheiße ist, weißt du? Oh mein fucking Gott. Er ist miserabel. Oh nein. Oh nein. Gib mir doch nicht die Scheiße. Können aber immerhin hier noch gleich was mitnehmen. Hermit. Großer Gott. Ah, das ist doch. Ist doch alles scheiße gerade. Warum bekomme ich gerade nur Devil Deal Items? Das kann ich doch jetzt nicht mitnehmen. Versuchen es trotzdem. Okay, hat geklappt. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Das ist eigentlich ganz gut soweit mit, also das da unten. Für, meinen aktuellen Charakter. Aber prinzipiell eher schlecht alles. Prinzipiell alles eher schlecht. Hier gehen wir mal weiter. Ah, oh, jetzt kann ich im Shop nichts mitnehmen. Das ist halt, das wäre so der Vorteil in Chaos gewesen, dass ich Sachen aus dem Shop mitnehmen kann. Wenn der Vorteil jetzt nicht mehr da ist, dann weiß ich auch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ist halt gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, der könnte noch was Nettes droppen. Das ist hervorragend. Ich brauche mein Geld eh nicht für was anderes, also geh mal besser. Der alte Joker! Anemic. Ugh. Anemic ist nicht mein Lieblingsitem, aber das ist okay. Nein, ich weiß auch nicht, wie ich so lange ausweichen konnte. Nein, mein Eternal Heart! Wie ich so lange ausweichen konnte, ohne Schaden zu nehmen. Ich habe letztendlich Schaden genommen, aber ich habe lange überlebt, bis es soweit war. Er lebt noch. Du. Ich glaube, ich hätte demnächst ganz gern Damage ab, ehrlich gesagt. Würdet ihr mir das glauben? Oh mein fucking Gott. Okay, wenn der Strahl kommt, dann sollte ich besser... Oh nein. Dann sollte ich besser den Stick verwenden und nicht die Knöpfe. Sonst ist es sehr fürchterlich zu zielen.
Gott. Ah, oh, fantastisch. Absolut fantastisch. Das Geld bringt mir vielleicht was, wenn wir einen Devil Deal bekommen oder so, aber ich weiß ja nicht. Oh mein fucking Gott, lauf doch da nicht unten durch. Was soll denn das? Soul Heart. Das ist doch ganz nett. Ich hätte aber, glaube ich, ganz gern normales rotes Herz, um vielleicht ein paar HP zu regenerieren. Nein, kein normales rotes Herz. Ha. Will ich jetzt gar nicht durch. Der will hier überhaupt nicht durchlaufen jetzt. Gib mir noch ein fucking Herz. Das kann nicht so schwer sein. Das war knapp. Häng mal die unteren Automaten auf jeden Fall weg. Will ich mein Geld hier investieren? Du hast auch unten Herzen. Oh ja, da unten sind noch welche. Wahrscheinlich nicht, oder? Kannst mit Double Tap Missing Nose schießen zum Reroll vom Pickup. Ich meine, ich kann die Items dann rerollen. Sollte ich versuchen, wahrscheinlich. Ich würde also sagen, ich sollte mein Glück nicht an dem Automaten versuchen. Den fand ich früher mal so schwer. Erinnert euch noch daran, was für Probleme ich mit dem hatte. Inzwischen schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so sehr. Vor allem, wenn man fliegen kann. Glass Eye. Das ist ein Damage-Up, meine Freunde. Nein, warte. Wir haben gute Pillen jetzt. So, Endboss willst du machen? Mega-Satan. Ja, wir machen Mega-Satan. Was wollt ihr denn mit eurem Nein jetzt schon wieder von mir? Was denn jetzt schon wieder? Half up. Sehr schön. Das war von der Automatenumfrage. Ich meine, weil dann kam auch der heulende Emote und dann der Not Like This. Und ich denke mir, was wollt ihr denn? Ah, nee, da gehe ich nicht rüber. Nee, da gehen wir nicht rüber. Sollen wir noch in das Secret Room irgendwo zufälligerweise? Mit Luckyfoot sollte sich die Automaten lohnen. Ist das noch eine Sache? Bin mir mal unsicher, ob das noch eine Sache im Spiel ist oder ob das nur in im ersten Isaac so war. Aber wegen dem Boss. Das ist noch eine Sache. Okay, dann werden wir es versuchen. So, wir werden erstmal kurz noch in den in den Curse Room reinschauen. Ja, ist okay. Kann man mal mitnehmen. Ich weiß nicht ganz, was ich mit dem Geld machen soll, aber das ist okay. Das finden wir schon noch raus, wenn die Zeit gekommen ist. Oh ja, die Kisten hätte ich mit der Keule öffnen können. Stimmt. Stimmt.
Gib mir was Gutes. Wir bekommen auf jeden Fall eine Menge hier gerade raus. Menge Soul Hearts. Sehr viele Soul Hearts sogar. Leider aber kein Trinket, das ich haben will. Extrem viele Soul Hearts. Ich glaube, ich sollte schauen, ob wir einen Sacrifice Room auf der Ebene haben. Was will ich für ein... Nee, Trinket Charge ist ganz klar, was wir haben wollen. Ach, steht ich aber kein rotes Herz. Hm. Der alte Lucky Foot erledigt seinen Job. Okay, wir machen erstmal den großen Raum. Wo habt ihr denn Angst? Woher die Angst, meine Freunde? Habt ihr noch nie einen echten Gamer gesehen? Ich würde sagen, es sieht eher schlecht aus an der Sacrifice Room Front, aber mal schauen. Na, dann wiederum. Kann ja noch alles passieren. Oh, gleich ist es an der Zeit für... Yeah. Dafür ist es gleich an der Zeit. Ja, wir haben tatsächlich einen. Glaubt ihr, ich sollte mein Glück daran versuchen? Ich mach mal noch den einen Raum hier oben. Ja, klar. Ja, wahrscheinlich. Oh, rotes Herz, sehr schön. Das heißt, ich kann direkt mal anfangen, mit ihm reinzufliegen. Ich soll wahrscheinlich nicht so nah an die Flammen ran. Weißt du was? Spreng die Schädel noch weg. Und es hat sich bereits gelohnt. Schon. Da ist eine Kiste. Hallo. Warte, er bekommt das Eternal Heart? Ganz womit ich gerechnet habe, aber okay. Wo ist die? Ach so, weil. Oh fuck, warum bin ich? Ich wollte gerade sagen, ich hätte nicht in diesen Raum gehen sollen. Da sind die Trollbomben. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Genau wegen Chaos können wir ja alles Mögliche aus den Kisten rausbekommen. Das war eine Sache, die mich davor noch ein bisschen verwirrt hat. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr verwirrt. Jetzt weiß ich Bescheid. So, wo waren denn die Automaten da links? Lass mich mal eben nochmal rüberdüsen. Kann man den Knochenangriff eigentlich aufladen? Ja. Ich finde die geworfene Keule nur mal echt schwach. Deswegen mache ich mir möglicherweise gar nicht erst die Mühe. Nein, nein, ich will Trickle Charge. Aber wir hatten einen, ich könnte einen Beggar spawnen. Death, Wheel of Fortune, Magician. Geh mal weg. Kleiner Scheiße. Okay, sehr schön. Wir haben ja noch ein halbes Herz herumliegen. Das heißt, ich kann noch ein weiteres Mal in den Sacrifice Room, stiefeln. Dann stiefeln wir in den Sacrifice Room. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich einfach so durch den Raum durch, aber... ich sollte es nicht versuchen. Den mag ich überhaupt nicht. Ich darf nicht vergessen, dass ich unten rumgehen sollte. Ah, hier sind noch die Bomben.
Geh mal weg, Uriel. Naja, gut. Ja, war jetzt irgendwie doch, dann doch nicht ganz, wonach ich gesucht habe. War nicht schlecht, aber auch nicht gut. Versteht ihr? Der Schädel in der Mitte beschützt dich wahrscheinlich. Immerhin Tears Up. Oh ja, die goldene Kiste war gut. Jo, dann oben noch halbes Herz. Und dann gehen wir weiter. Gut, ich habe das Gefühl, dieser Run geht auch schon wieder... Ja, der geht schon wieder ewig. Ist ein ewig langer Run. Aber wir wollen auch Mega-Satan besiegen, also sollten wir uns ein bisschen ranhalten. Wenn wir dieses Wunder noch bewerkstelligen wollen. Vor allem bräuchte ich noch ein, zwei Damage-Ups. Denn dieser Damage, der könnte höher sein. Sacrifice Room. Unter Umständen nicht die verkehrteste Sache. Ich sag's, ich bin so froh, dass ich hier auf den Steinen campen kann. Und dann mache ich's trotzdem nicht. Und dann habe ich es trotzdem nicht gemacht. Das Eternal Heart hätte ich auch nicht mitnehmen sollen. Ah, nee. Nee, da ist was Besseres drin. Nee, 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 nee. Was macht Geilo mit, Forgotten? Wollen wir Geilo mitnehmen? Was meint ihr? Teste doch. Das ist ein guter Punkt. Nee, ich glaube, das finde ich schon allein wegen dem Abstand scheiße, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin dagegen. Damit meine ich, bin mir ziemlich sicher, dass ich dagegen bin. Mal noch ein bisschen ins Feuer rein. Bitte. Dankeschön. 5 Cent. Können wir ja noch mal eine Runde rerollen. Geilo Denier. Ist nicht so gut mit der Keule. Was soll ich denn machen? Nein, warte, das ist dämlich. Dann wiederum, ich habe Piercing Shots. Nee, ist schon okay, ist schon okay. Ist schon okay. Piercing Shots mit Shielded Tears sind ziemlich gut. War schon eine gute Entscheidung. Das Spiel will mir aktuell aber auch echt viele Soul Hearts geben. Aus irgendwelchen Gründen. Aber 2 von 3 Spun. Ich hasse es, dass von den Gegnern, dass die nicht rerollt werden, die Items. Ist immer so enttäuschend. Da bekommen wir mal was gedroppt und es ist immer fucking Virus. Immer das nutzloseste aller Viren. Immer noch kein... Oh, so viel Geld. Immer noch kein Secret Room. Schauen wir, was der Shop Treuiges haben wird. Mhm. Ja, 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 ja. Die Shops wurden schon ganz besonders traurig, wenn ihr mich fragt. Na, vielleicht bekommen wir einen Devil Deal und dann kann ich... Bei dem Devil Deal wird auch noch Scheiße drin. Ah, Gott. Nee, nee, so oder so, es wird irgendwie nur Scheiße sein. Habe ich das Gefühl. Depths 2. Das heißt, ich will noch nicht weitergehen.
Klassischer Chaos Run. Ja. Yeah. Nur ist das Problem, dass... Oh Gott, mein Eternal Heart. Nur ist das Problem, dass in Chaos Runs eigentlich die Shops super gut sind, aber... Der wurde gebreakt und das mache ich überhaupt nicht. Bin ich gar kein Fan davon, dass sie mir meinen Shop genommen haben. Meinen Shoppe. Das ist doch ziemlich gut. Hallo. Hallo. Hallo, Car Battery. Ich weiß, wenn ich jetzt mal besser Geilo behalten. Ich weiß. Ich weiß. Leech ist auch tatsächlich auch gut für den Run. Beziehungsweise für den Bild. Wo ist der Secret Room? Wo wäre ich, wenn ich das Secret Room wäre? Hier? Nee. Hier. Sag mal. Der muss doch irgendwo sein. Shit. Hier oben? Nee. Hier links. Yeah. Und der Secret Room ist nutzlos. Naja, gut. Naja, gut. Jetzt nur noch 4,5 Volt und Mega Satan ist geschenkt. Oh ja, yeah, das wäre super gut. Ich befürchte, das werde ich nicht ganz bekommen, aber mal schauen. Noch geht der Run ja ein bisschen. So viel Geld. Jetzt hoffe ich fast, dass ich einen Devil Deal bekomme. Und ehrlich gesagt, jetzt wo ich sowieso noch goldene Bomben habe, kannst du noch ein, zwei Mal Gold-Item rerollen. Nö. Aber ich kann den Donatomat in die Luft sprengen. Den Reroll-O-Mat. Ich glaube, das werde ich im Secret Room auch mal eben machen. Ja, ja, genau, ich die Kontaktlinsen mitgenommen. Aber. Shit. Ich will die Münze wieder haben, bitte. Wir kommen ja auch ein bisschen Geld raus. So, dann würde ich sagen, es ist an der Zeit für den Bosskampf. Ich hoffe, ich kann den gesamten Kampf über einfach nur im, Book of Shadows Modus sein, aber mal schauen. Das ist eine lange Unverwundbarkeit. Das ist eine sehr lange Unverwundbarkeit. Polaroid oder negativ? Ne, wir wollen auf jeden Fall Polaroid haben. Oder zieht Polaroid überhaupt, wenn man... Sollte bei ihm direkt wirken, oder? Mal schauen. Wir jokern. Joker. Okay. Okay. Was, wenn man PhD und False PhD hat? Warte, hatten wir überhaupt PhD? Ne, hatten wir nicht. Wir können zwei Items mitnehmen. Gleicht sich aus. Wir haben sowieso aber kein PhD, also ist ja egal. Funktioniert Hof Babylon in dem Modus? Du hast Lucky Foot, genau, Lucky Foot macht das auch. Sollte. Wir nehmen es mit. Ja, okay. Sehr schön. Das ist wichtig für den Kampf gegen Mega Satan. Und ehrlich gesagt, wir brauchen halt beide Herzen. Ich würde ehrlich gesagt Epiphora noch mitnehmen. Denn wenn ich gegen Mega Satan kämpfe, wird das halt super stark, wenn ich sowieso nur nach oben feuere. Ich denke, das ist schon nicht verkehrt. Also wenn ich dann einfach... Wir haben sowieso noch ein bisschen Schutz und dann haben wir noch die Piercing-Shots mit Shielded Tears. Und dann sollte ich mich ein bisschen gegen Mega Satan verteidigen können. Ist soweit meine Hoffnung. Ja, ich denke, das ist okay. Weiter geht's. Aus dem Totenkopf-Diener, frischer Saft, habe ich das angemerkt? Ich habe keine Ahnung. Vielen, vielen lieben Dank und 420 Sabo. Vor 42 Minuten, frischer Saft. Vielen, vielen lieben Dank auch dafür. Ganz vorsichtig sein jetzt.
Ganz vorsichtig sein. Denn ab hier nehmen wir eine Menge Schaden, den ich eigentlich nicht nehmen will. Ich hoffe, ich bekomme noch ein bisschen Geld zusammen, falls wir noch einen Devil Deal bekommen. Da sind wir wieder bei, was das Spiel als gute Pillen bezeichnet. Aus dem Luca Dacci, 15 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Was das Spiel als gute Pillen bezeichnet, da sind in meiner Welt ja schon fast schlechte Pillen. Schon fast. Ja, aber ich würde sagen, das ist ein guter Bild für Mega-Satan. Ich weiß nicht, ob er für irgendwas anderes noch gut sein wird, aber Mega-Satan bekommen wir auf jeden Fall down. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich hätte echt gerne noch eine Emperor-Karte, damit ich die Kathedrale skippen kann, ehrlich gesagt. Range up. Oh oh. Dankeschön. Soll ich wahrscheinlich mit Piercing Shots besser rangehen? Ich bezahle weder wegen Forgotten noch wegen Chaos mit Münzen, sondern wegen dieser Waage. Die habe ich wegen Chaos mitgenommen. Das heißt, an sich kann man durchaus Chaos die Schuld dafür geben. Au. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht einfach das Buch eingesetzt habe. Hallöchen! Oh, der doppelte Leech! Na, da müssen wir nicht ein extra Herz und der Leech, der macht das. Die Leech-Armee rollt. Seht ihr, ich werde direkt aufgeheilt. Los, Leech-Armee, kämpft! Die Legion. Sie kriecht. Oh Gott. Sag mal, haben wir noch einen Secret Room hier, den ich mitnehmen kann? Hier zum Beispiel? Nee. Nee, haben wir nicht. Da links vielleicht noch. Dankeschön. Na, warte, ich will das Buch eigentlich doch lieber beim Boss verwenden. Ach Gott. Euer Polaroid. Los, Leech! Töte! Tötet für mich! Super Greed kann uns nichts anhaben. Niemand von denen kann uns was anhaben. Solange meine Leech-Armee bei mir ist. Ich glaube, die sammeln das Geld ein. Und seht ihr, diesmal habe ich an das mit der Keule gedacht, weil ihr es mir gesagt habt. Wir werden den alten Mega-Satan zu Fall bringen. Ich habe ein gutes Bild dafür. Ein Bild von einem Bild, könnte man fast sagen. Am Ende des Runs sollte ich es dann mitnehmen. Beziehungsweise am Ende der Ebene. Oh, das wird ein Fest. Hey! Was soll denn das? Die haben einfach so elendig viele Iframes. Also. Kann man sich ja nicht ausdenken, sowas.
kann man sich ja nicht ausdenken. Auch noch reduziert. Da muss man zuschlagen. Für 7 Cent nimmt man Cricket Set schon mal mit. Außerdem von Leona. 2 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, da hat Chaos wieder gut was ausgeglichen. Und damit ist mein Damage wieder gut schwer in Ordnung. Der Run steht wieder gut da, würde ich sagen. Heute kommt Cricket recht toll. Vorhin hatten wir noch einen Rainbow-Haufen in diesem Raum. Jetzt sind es 2. Speed up. I can see forever ist fantastisch. Ich hätte am liebsten einen Luck-Up, aber das ist okay. Wir müssen auch nicht alles haben. Hallo Mo, danke für den Ort. Wir müssen ja nicht alles haben, wovon man in der Kidzone gelesen hat. So heute mit ZB Möges Museum einfach ein Genuss. Oh, ich hätte außerdem von Totenkopf Diener 50 Euro. Danke für den Content von damals Super Mega Random Flash Games zu heute mit zum Beispiel Möges Museum einfach ein Genuss. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Freut mich zu hören. Ich will Möges Museum übrigens. Es wird demnächst wieder zurückkehren. Habe ich sowieso die Tage drüber nachgedacht. Ich denke, ich werde dann die Videos wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ich will sie dann auf Mids of Gaming einfach bringen. Was ich sowieso von Anfang an wahrscheinlich hätte machen sollen, aber das war halt der Plan. Au. Oh Gott. Falls ihr euch darüber wundert. Ich glaube, worüber ich die erste Folge hatte. Ich muss halt aber erst noch dieses dumme PSP-Video fertig. Dieses PSP-Video. Irgendwann wird es fertig sein. Ich glaube, was ich dann als erste Folge davon machen will, ist diese Emulatorensammlung, die ich auf Rebuy gefunden habe. Als eine Emulatorensammlung im Laden verkauft wurde und sogar eine USK-Einschränkung bekam. Was ich relativ wild finde. Ich glaube, das wird ganz interessant. Ich glaube, 1, 2 Handhelds will ich auch lieber bei Möges Museum dann abarbeiten. Kann ich zum Beispiel auch gleich das Video über den Evercade machen. Das war eine Menge Zeug hier gerade. Ich wünschte, wir würden mal wieder ein paar Items aus den Kisten bekommen. Jera! Ich möchte euch daran erinnern, dass wir in die Chest gehen. Weil es Zweifel daran gab, wie gut das Jera fantastisch ist gerade für die Situation. Au. Diese fucking roten Feuer. Ein bisschen Bargeld nehme ich natürlich auch mit Vergnügen mit. Warte, war da nur ein Schlüssel drin? Ziemlich am Müll. Außerdem. Warte, was hatte ich alles? Wir hatten. Luna, 2 Monate Resub, habe ich das immer? Ich glaube schon. Lagerfeuer, 23 Monate und der Wodka-Kartoffel, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Passt besser zu MOP. Inwiefern passt besser zu MOP? Meinst du MOG? So, eigentlich schon mitbekommen, dass man einen Liebster Kinderkonsole von RetroArch mit RetroArch modden kann. Nö, aber warum sollte man es nicht können? Ich meine, die werden halt auch mit Basic, keine Ahnung, Linux oder was auch immer laufen. Hauptsächlich wusste ich aber nicht, dass die Teile noch existieren. Ich habe davon auch so ein Video ein paar Mal in Vorschlägen gesehen. Ich dachte mir, ja doch. Ich glaube, anhand vom Titel habe ich alles, was ich an Informationen über diese Situation benötige. So, jetzt vom Analog Pocket. Wäre bestimmt super cool, wenn man den außerhalb von den. Wenn man den außerhalb von den USA und damit meine ich in der EU kaufen könnte. Da man es nicht kann, habe ich keinen und keine Ahnung, ich würde mir irgendwann gerne hinzulegen, aber. Ja. Ja, ist ein bisschen shit. Ich meine, ich glaube, er kostet auch 400 Euro oder so, da kommt dann halt so viel Zoll drauf. Ja, ich hatte die Secret Rooms schon, aber das ist okay, dass ich 1, 2 Bomben verschwendet habe. Ich denke, damit werden wir leben können. Da
Das Gefühl, ich habe noch ordentlich viele Bomben übrig. Ich muss aber sagen, ich bin ziemlich positiv überrascht, wie gut jetzt noch dieser Forgotten Run wurde. Tötet meine Leechers! Tötet! Tötet meine Feinde! Bezahlen knapp ein Jahr warten und dann eventuell zum Zoll. Naja, zum Zoll musste ich schon ewig nicht mehr, aber ja, ja. Ja, ja. Schon ein bisschen nervig, Sachen aus den USA. Ich meine, Sachen aus den USA bestellen ist okay, aber wenn es dann halt irgendwas ist, das teurer ist, dann tut es schon weh. Dann fängt schon an, ein bisschen weh zu tun. Okay. Das heißt, wenn wir dann... Wir können damit dann die Jera noch öfter verwenden. Wir werden eventuell eine Menge Kisten machen können, liebe Freunde. Eventuell machen wir eine Menge Kisten. Ach, komm schon. Wie lange geht denn eigentlich die Verwundbarkeit? Tür of Diamonds? Tür nehmen wir. Nehmen wir mit. Ja, vielleicht werde ich ein Herz verlieren, was soll's. Mein Damage ist nicht hoch, aber... Ja, au. Aber dafür treffen mich auch nicht viele Tränen von Isaac, weil sie alle kaputt gemacht werden durch die Schiele-Tiers. BFF mit den Leeches wäre super. Wir können BFF noch bekommen, wir haben Chaos. Aber ich glaube, auch dann würden die Leeches nicht so viel Schaden machen. Sie sind halt generell nicht so stark. Würde ich mal meinen. So, wird die Kette eigentlich länger, wenn man mehr Range hat? Ist das eine Sache? Okay, weiter geht's. Nein? Okay, war es nur eine Bildung. Ist ja bekanntermaßen auch eine Bildung. So, und dann hoffe ich, dass ich irgendwo noch Pillen oder Karten finde. Ja, wie schmeckt euch das? Richtig gebrimstoned zu werden. Fühlt sich nicht so schön an, oder? Fühlt sich nicht so schön an. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich eventuell irgendwo noch eine Karte oder so bekomme, aber ich will mal versuchen, darauf zu spielen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Komm schon. Oh, hallo. Vielleicht bekommen wir noch Conjoint zusammen. Hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Und ein Sacred Heart hätte ich auch gerne. In 2 Stunden kommt dann übrigens der gute alte Run online. Der Tainted Isaac Run. In dem ich Sacred Heart hatte. Das wird ein Abenteuer. Geh mal weg. Pille! Nein! Ja, können wir auch so machen. Bob's Curse. Spiel sei doch nicht so. Gib mir doch den guten Stoff. Gib mir doch eine fucking Pille oder sowas. Das kann doch nicht so schwer sein.
Meinung zu Wolong? Ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's preloaded im Game Pass. Ich werde auf jeden Fall noch reinschauen. Und vielen Dank für die 27 Monate. Okay. Komm schon, Lucky Foot. Was soll denn das? Ich brauch keine fucking Münzen. Ich brauche nur eine Karte oder eine Pille oder so. Das ist alles. Wir haben zwei. Wir haben's. Ehrlich gesagt will ich Hammer Temesis nicht verwenden. Warum nicht die... Ich habe die Time Machine Mod aktiviert. Und das ist bereits ein schnellerer Automat. Tatsächlich ist er normalerweise langsamer. Glaube ich. Komm schon, gib mir noch eine andere Pille. Ich warte schon sehnsüchtig auf das PSP-Video. Wie ist der Stand der Dinge? Ja. Ich arbeite dran. Nein! Oh mein Gott. Ich arbeite dran, okay? Shit. Ich will nächste Woche anfangen, damit zu filmen. Im Idealfall übernächste Woche sollte dann was vorzeigbar sein. Was passiert, wenn man Hammer Temesis als Geist benutzt? Weißt du was? Wir machen es einfach. Ich habe keine Lust mehr zu... Oh, nein, es hat nicht geklappt. Ist okay. Ich werde jetzt einfach mal die Items mitnehmen, okay? Ich denke, das ist okay. Sag mal, wie viele Mom-Items haben wir hier gerade? Wie verdoppeln sich die Kisten? Weil ich ein Item habe, das bringt, dass die letzten drei Karten und Pillen, die ich eingesetzt habe, wieder eingesetzt werden. Damit konnten wir ein paar weitere, paar zusätzliche Jera-Aufladungen rausbekommen. Warum nehme ich den nicht mit? Bin ich dumm? Stigmata. Ja, einfach mal mitnehmen alles. Ich meine, ja, wenn wir schon mal dabei sind, kann ja nicht schaden. Ne, diesmal hat es nicht geklappt, aber wir haben sehr viel Hammer Temesis eingesetzt. Ich meine, mag ich nicht wirklich, aber nehmen wir mit. Jetzt eine Arki wäre nett. Nein, hätte ich gar keine Lust drauf. Hätte ich Metronom mal besser aufgehoben. Immer schön die Items aus dem Pool befördern, sonst kommen sie wieder. Sag mal, wie kann es sein, dass ich immer noch nicht Bookworm bin? Oh, hallo. Auch Sterne über Bethlehem fliegt direkt. Oh mein Gott. Jetzt wird die ganze Sache doch würzig. Außer ich bekomme weiterhin nur Spacebar-Items. Der Stern fliegt zu Blue Baby, nicht zu Mega Satan. Nein! Kann ich aufhören, Spacebar-Items zu bekommen? Absoluter Schwachsinn. Ich dachte, er fliegt zu Mega-Satan. Naja, gut. Ach ja, ich habe Triple Shot und sowas. Oh, und ich kann mein Spacebar-Item doppelt aufladen. Ja, ich würde sagen, wir werden relativ unsterblich sein im Kampf gegen Mega-Satan. Würdet ihr dem zustimmen? 32 Schaden? Das ist auch nicht übel. Oh, 23. Okay. Dankeschön. Und das ist relativ stark soweit. Und gleich kommt der Strahl.
der aus irgendwelchen Gründen nur noch winzig ist. Ja, läuft ganz gut soweit, würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall auch noch Blue Baby machen. Wooden Nickel zweimal aufladen, broken. Aha. Aber was bringt mir das Geld aus dem Wooden Nickel? Was würde mir Geld bringen an diesem Punkt des Runs? Großer Gott. Ich wusste nicht, dass das Innerei mit dem Knochensinn agiert. Doch klar, mit dem Knochen kann man doch öfter verschiedene Sachen mehrere abfeuern. Luck up! Das ist der gute Stoff. Haben ist besser als brauchen, aber ich habe 99 Cent. Ich habe doch 99 Cent. Das bringt mir doch alles nichts. Ich habe super auf die Tour of Diamonds aktiviert. Sicher, dass Stern mit Bethlehem zu Blue Baby geflogen ist? Der Startraum war doch viel weiter oben. Egal, machen wir Blue Baby mal eben. Wo ist die Pocket? Das ist ja, jetzt stellen wir halt die richtigen Fragen. Okay. Ja, warum nicht? Bin nicht zu 100% sicher, warum, aber hat gut geklappt. Ich meine, Stern fliegt zu Megasater. Ich meine, er war bei Blue Baby gerade nicht, also glaube ich das inzwischen auch. Ich will nicht Card Against Humanity. Lass mich doch Ruhe mit der Scheiße. Ich wollte nur, dass das Baby irgendwas macht. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht nehmen wir Dead Cat ein anderes Mal mit. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für Mega-Satan. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Und da ist unser Stern über Bethlehem. Kann man Dead Cat als Geist nehmen ohne Nachteile? Als Geist verlierst du ja trotzdem das ganze Zeug. Oh mein fucking Gott. Das sieht wunderschön aus. Schau mal, wie schön das aussieht. Und stark ist es auch noch. So schöne Farben. Yeah. Oh, das war mega. Es war auch unfassbar stark. 60 Schaden mache ich hier drin. Delirium? Delirium! Delirium! Das sind du und ich. Delirium! Delirium, yeah! Bound Baby und Mega Blast! Das war halt wirklich extremer Schaden. Der alte Mega Blast! Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es letztendlich doch noch geschafft, ihn zu bekommen. Fies. Ah, shit, explosive diarrhea. Kennt ihr das? Ihr da sitzt und euch denkt, ah, shit, explosive diarrhea. Was? Der Stern über Bethlehem ist noch gar nicht da. Was? Ich scheine da irgendeinen Death Switch mit abgeschossen zu haben. Ja, du hast dir reichlich Zeit gelassen, mein Freund. Ich hab schon gewartet. Ich hab den Job jetzt ohne dich erledigt. Ach, Hungry Tears waren das. Und da kommt er ganz langsam rein.
Oh mein Gott, das war stark. Ich glaub, wahrscheinlich war das mein schnellster Delirium-Kill, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Puh, wenn mich nicht alles täuscht, sollte das gewesen sein. Was hast du heute alles geschafft? Ich habe so gut wie nichts geschafft heute.